Und viele wundern sich vielleicht auch darüber, wie sehr sie es gerade betrifft. Bei mir ist es zumindest so, dass ich mich ziemlich gewundert habe, wie sehr mich das eigentlich auch getroffen hat. Hallo, hallo, ich möchte euch heute zu einer Runde Hide and Seek begrüßen. Und der Grund, warum ich hier reingegangen bin, ist ein ganz trauriger. Deswegen bin ich mir auch sehr unsicher, aber ich möchte trotzdem über das Thema gerne reden. Deswegen habe ich es ja gewählt hier, dass ich diese Runde hier mache. Es ist total dämlich, sich hier als Anvil zu verstecken, ganz abgesehen davon. Aber gut, zum Thema. Ich habe das Thema gewählt, dass Leonard Nimoy leider gestern gestorben ist. Ich habe es heute erfahren. Morgen, wenn ihr das Video seht, ist es nochmal einen Tag her. Es ist vielleicht ein, sage ich mal, unpassendes Thema. Ja, wie gesagt, das Thema fand ich ziemlich traurig einfach und ich habe auch überlegt, ob das so sinnvoll ist, das überhaupt in so einer Form anzusprechen. Es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, über sowas soll man nicht bei Minecraft reden, weil das wäre irgendwie nicht in Ordnung. Aber ich finde, man kann da schon drüber reden, weil es ist. Ja, irgendwie ein Thema, wo ich mir denke, das betrifft sicherlich viele und viele wundern sich vielleicht auch drüber, wie sehr sie es gerade betrifft. Bei mir ist es zumindest so, dass ich mich ziemlich gewundert habe, wie sehr mich das eigentlich auch getroffen hat. Und ich muss sagen, es ist irgendwie, also für mich zumindest, bei bekannten Personen oft seltsam. Wenn die sterben, weil man fast so den Eindruck hat, die hätten irgendwie was mit einem zu tun. Also ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, dass ihr das Gefühl kriegt, manchmal irgendwie bekannte Personen, auch nur wenn ihr die irgendwie im Fernsehen gesehen habt oder so zum Beispiel, aber es hätte trotzdem irgendwie wirklich was mit euch zu tun. Und ich glaube, das kommt einfach daher, wenn man Geschichten guckt, also Serien, wo die drin vorkommen oder auch über bekannte Persönlichkeiten jetzt einfach nur, damals bei Lady Di zum Beispiel, als sie gestorben ist, waren ja auch Millionen Leute einfach todtraurig, ja. Und das hat, denke ich, einfach auch was damit zu tun, dass wir über die nachdenken und da bestimmte Dinge vielleicht auch in die Person reinprojizieren, die in der Person vielleicht zum Teil auch drin sind oder wir bewundern was in dieser Person, an dieser Person und finden das eben deswegen so besonders traurig, wenn jemand stirbt, von dem wir quasi dieses Gefühl haben, hey Mann, den kannte ich ja. Und ich finde irgendwie niemanden hier. Na gut. Aber ja, genau. Also, aber das Gefühl ist quasi da und es ist ja auch ein wahres Gefühl, sage ich jetzt mal. Also es ist nicht so, dass wir uns das nur einbilden, dass wir traurig sind oder so. Es kommt uns vielleicht nur einfach ziemlich seltsam vor, so ein Gefühl zu haben bei einer Person, die wir ebenso eigentlich gar nicht kannten. Und ja, es ist irgendwie. Ich sag mal, es ist sicher nicht angenehm. Es ist auf jeden Fall was Merkwürdiges. Und genau, deswegen wollte ich da gerne drüber reden. In dem Fall war es bei mir jetzt so, dass ich Leonard Nimoy tatsächlich sogar mal getroffen habe bei einer Convention. Und da war auch William Shatner zum Beispiel mit dabei. Der war sehr, sehr unpersönlich und sehr, sehr feindselig, hatte ich schon fast den Eindruck gegenüber den Fans. Und war aber wohl mitgekommen, hatte auch keine Lust, hat man gemerkt, war wohl mitgekommen, weil Leonard Nimoy sehr gerne kommen wollte zu dieser Convention nach Deutschland. Es war, glaube ich, eine der ersten Star Trek Conventions hier, die in so einem größeren Rahmen waren, Ende der 90er Jahre. Und da hatte ich so den Eindruck, das war einfach. Ich war ziemlich, sag ich mal, sauer zu dem Zeitpunkt auf Shatner und fand es so lieb von Nimoy, dass er gekommen war, weil einfach er hatte so, glaube ich, den Eindruck, dass er das nicht alleine schafft, sage ich mal. Deswegen hat er jemanden mitgebracht und er wollte wohl unbedingt dahin kommen, weil ihm auch klar war, dass er da Menschen, die ganz weit weg wohnen von ihm, trotzdem wahnsinnig was bedeutet und dass das denen furchtbar viel bedeutet, ihn eben mal persönlich gesehen zu haben. Und
das hat mir so gut gefallen. Also die Sache ist eben, wie gesagt, bei mir ist es so, ich habe jetzt Leonard Nimoy in der Star Trek-Serie, der Original-Star Trek-Serie, haben den sicher viele von euch vielleicht auch mal verfolgt oder gesehen als Mr. Spock. Also ich meine, der ist ja wirklich eine ganz, ganz bekannte Persönlichkeit. Aber es ist so, dass mir das eben in dem Moment gar nicht so wichtig war, diese Person sozusagen Spock, der hat mir nie besonders viel bedeutet. Vielen anderen glaube ich schon sehr viel, dass sie gesagt haben, sie fanden, sie hatten das Gefühl, dass der für sie irgendwie so eine Figur war, die ihnen geholfen hat, in ihrer Kindheit damit klarzukommen, dass sie irgendwie anders sind als andere oder damit klarzukommen, dass sie irgendwie mit sich anders fühlen als andere einfach. Aber für mich war das eigentlich nie so. Nur in dem Moment, wo er da bei dieser Convention war, da hatte ich so ein Gefühl, hey Mann, das ist ein total netter Mensch, der kommt wirklich tausende von Meilen weit gereist, obwohl er merkt, er kann das nicht mehr so gut, weil er sich eben irgendwie, der war damals ja auch schon über 60 und ich hatte so den Eindruck, er kommt damit irgendwie nicht so richtig klar, dass er in einem anderen Land ist, aber dass er trotzdem das total gerne machen will für die Menschen, die da kommen, um ihn zu sehen. Also jetzt nicht wegen Geld oder so, ich hatte nicht den Eindruck, dass das der Grund war, warum er gekommen ist. Ich glaube, für Geld würde sich das keiner, sag ich mal, so antun, einfach in der Form, dass man sich da, ja, also ich hatte für den Eindruck von ihm, für ihn war das eine sehr große Überwindung und er hat es wirklich gemacht, um da den Leuten was zu geben und das habe ich so bewundert tatsächlich bei ihm und das hat mich dann auch, also danach sage ich mal, zu so einem viel größeren Fan von ihm gemacht, als ich vorher war, weil er war mir vorher eigentlich nicht so wichtig und genau, also das war es, was ich dazu gerne sagen wollte. Ich weiß nicht, wenn ihr auch Gedanken dazu habt, schreibt sie vielleicht in die Kommentare. Sagt vielleicht auch, wenn ihr findet, dass man so ein Thema in der Form nicht ansprechen sollte. Ich wollte es jetzt gerne trotzdem mal machen und vielleicht auch einfach nur ausprobieren und eigentlich einfach nur mit euch teilen, dass ich da ziemlich traurig war, als ich gehört habe, dass er gestorben ist. Und genau, weil irgendwie habe ich so den Eindruck, da ist ein netter Mensch gewesen, der hat sehr vielen viel bedeutet und jetzt ist er leider nicht mehr da und die Welt ist dadurch irgendwie um ein Stück ärmer geworden. Das ist, glaube ich, so dieses Gefühl, das ich damit verbinde und das, was mich eben auch sehr, sehr traurig gemacht hat, als ich das gehört habe. Okay, dann hoffe ich, ihr habt noch ein sonstiges schönes Wochenende. Denkt vielleicht auch mal an nettere Dinge. Und genau, dann bis demnächst. Ciao.